Heute beim Elektrischen Reporter: Hinterlassenschaften, eine Flüchtlingsuniversität und Sensorjournalismus. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Gestorben wird ja bekanntlich immer. In Zeiten, in denen ein Verstorbener aber nicht nur ein Auto oder ein Sparbuch hinterlässt, sondern auch etliche Lebensspuren in unzähligen sozialen Netzwerken, bieten Bestattungsunternehmen nun eine gänzlich neue Dienstleistung an, wie unser erster Beitrag zeigt. An die eigene Sterblichkeit oder den Tod eines engen Angehörigen denken die meisten Menschen nur ungern. Testament, Patientenverfügung, Nachlass, um solche Dinge kann man sich ja schließlich später noch kümmern. Und dass die Online-Existenz mit all ihren Abos, Social-Media-Aktivitäten und Online-Banking-Passwörtern nach dem Tod ein seltsames Eigenleben führen könnte, das haben nur die wenigsten überhaupt auf dem Schirm. Da bildete auch der ehemalige Werbeunternehmer Oliver Eiler keine Ausnahme, bis einer seiner Freunde plötzlich bei einem Autounfall in Asien stirbt. Und er war 2 Jahre nach seinem eigenen Ableben immer noch im Premium-Status bei einem sozialen Netzwerk für Geschäftskontakte. Und da überlegte ich mir, erstens erhalten jetzt seine 530 Netzwerkkontakte genauso wie ich das tolle Angebot, ihm zum Geburtstag eine Kiste Wein zu übersenden. Und zum anderen, wer zahlt eigentlich jeden Monat den Mitgliedsbeitrag? Aus dem Irritationsmoment entwickelt Eiler eine Geschäftsidee. Columba. Eine Software, die Bestattungshäusern und Hinterbliebenen bei der Verwaltung des digitalen Nachlasses helfen soll. Die Bestatter erfragen bei den Hinterbliebenen, welche Online-Konten des Verstorbenen ihnen bekannt sind. Dann gleicht das Programm ab, ob bei 200 besonders beliebten Internetdiensten weitere Konten existieren. Die Angehörigen können über ein Online-Portal einsehen, welche Accounts noch offen sind. Sie entscheiden, was damit passiert. Stilllegen, kündigen oder weiterbetreiben. Und können sich so eine Menge Ärger sparen. Letzten Endes ist es so, kostenpflichtige Verträge, Laufzeitverträge gehen mit dem Tod eines Menschen auf die Rechtsnachfolger über. Das heißt, entweder man kümmert sich proaktiv um so etwas oder nach einigen Monaten steht dann ein Inkassobüro vor der Tür. Und auch ein verwaistes Social-Media-Profil kann bei nicht so engen Freunden zu Irritationen führen. Gerhard Beizek ist Bestatter. Er bietet die Verwaltung des digitalen Nachlasses seinen Kunden an. Und hat so schon mehrere posthume Verlängerungen von Bahncard-Abos und Premium-Mitgliedschaften verhindert. Vor allem aber kann er so den Angehörigen Arbeit abnehmen und ihnen Zeit zum Trauern verschaffen. Eines lässt sich aber mit keiner Software der Welt verhindern: dass mitunter auch online ausgelebte Geheimnisse des Verstorbenen plötzlich für die Familie sichtbar werden. Also wir haben immer wieder Treffer, von denen die Angehörigen nichts wussten. Natürlich gibt es auch Treffer von Filmportals oder Einkaufsoberflächen, wo man nicht vermutet, dass der Liebste eigentlich eingekauft hätte oder sich Filme runtergeladen hätte. Solche Treffer kommen, aber ich denke, mit denen muss eigentlich der Angehörige umgehen. So kommt es manchmal vor, dass Angehörige ihren Vater, Großvater, ihre Tante oder Mutter nach deren Tod noch einmal neu kennenlernen. Über ihre Online-Persönlichkeit. Carola Elbrecht vom Verbraucherzentrale Bundesverband rät daher, sich schon zu Lebzeiten um sein digitales Erbe zu kümmern. Gerade wenn man vorhat, seine Geheimnisse mit ins sprichwörtliche Grab zu nehmen. Das heißt, er sollte sich überlegen, wen er beauftragen möchte, sich um sein digitales Erbe zu kümmern, sich eine Vertrauensperson überlegen. Dann sollte jeder Verbraucher auch eben sich erstmal auch Gedanken darüber machen, wie viel Online-Konten man eigentlich hat. Da kommt einiges zusammen. Aktuell hat nur einer von 10 Internetnutzern seinen digitalen Nachlass geregelt. Das Erbe aus dem Internet hat bei nur wenigen Menschen einen ähnlichen Stellenwert wie Fotoalben, Schallplattensammlungen oder Bücherwände. Aber
Es sind vor allem abstrakte Dinge, wie der Musikgeschmack oder der Inhalt eines Tagebuchs, die die Erinnerung an einen Verstorbenen lebendig halten. In Zeiten, in denen aber immer mehr Menschen ihre Musik ausschließlich online hören und ihre Gedanken einem Blog anvertrauen, geht mit der Online-Existenz so auch ein Teil der Persönlichkeit eines Menschen verloren. Sich rechtzeitig um seinen digitalen Nachlass zu kümmern, kann diesen zusätzlichen Verlust verhindern. Die Hilfsbereitschaft Flüchtlingen gegenüber ist groß in der Bevölkerung. Und einige Bürger spenden sogar nicht nur ein paar Schuhe oder einen Wintermantel, sondern gleich eine ganze Universität. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Markus, bin 25 und bin einer der Co-Founder von der Cairn University. Die Cairn University ist die erste wirkliche Universität für Flüchtlinge. Das heißt, wir haben uns Gedanken gemacht, was sind die Gründe, warum Flüchtlinge nicht an die Uni gehen können und wie können wir das umgehen. Und um das erste Semester zu finanzieren, gerade um die Sprachkurse zu finanzieren, Verwaltungsgebühren wie für die Bibliotheken und die Studierendenbetreuung, haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, wo wir jeden Einzelnen ermöglichen wollen, dass er speziell für einen Flüchtling ein Stipendium übernehmen kann und damit einem Menschen, der in Not ist, wieder helfen kann, um zu seinem Leben zurückzufinden. Ja, die Probleme sind schon seit Jahren eigentlich bekannt und auch schon von der UN festgehalten worden. Das liegt hauptsächlich an dem legalen Status der Flüchtlinge. Flüchtlinge müssen schon perfekt Deutsch können, um überhaupt in die Uni einsteigen zu können. Und genau, haben dann so das Konzept erstellt, dass Flüchtlinge bei uns 2 Jahre online studieren und im dritten Jahr an eine physische Universität gehen, um dort ihre Kurse anerkannt bekommen und auch einen Abschluss machen. Wir haben viel, viel geringere Kosten als Online-Universität und können dadurch einfach größere Studentenzahlen aufnehmen und können uns auch erlauben zu sagen, ihr müsst die Dokumente nicht am Anfang nachbringen, wir vertrauen euch einfach mal, wir vertrauen euch mit eurer Identität, mit eurem Status, alles gut. Ihr habt bis zum dritten Jahr Zeit, bis ihr an die physische Universität geht, um diese Papiere nachzubringen. Ja, auf Twitter haben wir ziemlich schnell bemerkt, dass es da wirklich extrem gut funktioniert, die relevanten Player für uns zu erreichen. Also wir hatten einen relativ schnellen Artikel in der Weiß gehabt, wo der UNHCR diesen Artikel dann geteilt hat und so natürlich super viele auf uns aufmerksam wurden, Universitäten, auch staatliche Stellen, die für uns ganz, ganz spannend sind. Und somit ist ja Twitter eins von den zentralen Social-Media-Kanälen auf jeden Fall, die wir versuchen wollen, oft wie es geht, zu nutzen. Im Moment machen wir es immer noch alles ehrenamtlich und perspektivisch ist es ein Social Business. Das heißt, wir wollen schon Geld damit verdienen, aber das Geld komplett in das Projekt stecken, um einfach das für noch mehr Flüchtlinge anbieten zu können. Deswegen sind wir jetzt ganz stark auf die Unterstützung von der Crowd angewiesen. Eine Branche, die das Netz gerade so richtig durchschüttelt, ist die der Medien und des Journalismus. Die digitale Revolution verändert hier nicht nur den Vertrieb und die Erlösmodelle, sondern auch den Inhalt und den Anlass einer Berichterstattung, wie unser nächster Beitrag zeigt. Jakob Vicari ist Wissenschaftsjournalist. Für sein aktuelles Projekt beobachtet er Urzeitkrebse. Oder besser, lässt beobachten. Bewegungsmelder, Wärmesensoren und ein CO2-Messgerät vermessen die Welt im Wasser. Und was die Sensoren messen, verwandelt ein Computer in Texte. Automatisch. Ursuppe nennt Vicari sein Experiment. Und Ursuppe ist eines der ersten Beispiele für eine neue Art, Nachrichten und Berichte zu schreiben. Den sogenannten Sensorjournalismus. Na, die Ursuppe ist ja eigentlich eine 60 Tage währende Live-Berichterstattung. In dem Moment, wo man den Text aufruft, wird er für dich geschrieben. Das könnte ja kein Mensch schon, weil es jeden Journalisten langweilen würde, 60 Tage vorm Aquarium zu verbringen und Urzeitkrebsen zuzuschauen. Da würde ja nichts Gutes mehr rauskommen. Dem Roboter ist das egal. Sensoren, wie in Vicaris Aquarium, senden unentwegt. Und unentwegt strömen weitere Sensoren auf den Markt.
Laut Trendforschungsinstitut Gartner sollen bis 2020 25 Milliarden vernetzte Geräte auf dem Markt sein. Fünfmal so viele wie heute. Das Internet der Dinge vermisst die Welt, belauscht und beobachtet sie. Und produziert dabei unentwegt Daten, die den Rohstoff für neue Geschichten liefern können. Der Journalismus kann ja auch die Geschichte aus der Sicht von Dingen, aus der Sicht einer Waschmaschine, aus der Sicht einer Kuh, aus der Sicht eines Rasierers erzählen, weil die sind alle ans Netz angeschlossen, haben alle Sensoren und diese Daten stehen einfach zur Verfügung. Aber bislang gibt es kaum Journalisten, die diese Daten nutzen. Eine der wenigen Ausnahmen, der Feinstaubmonitor der Berliner Morgenpost. Sensoren messen die Feinstaubbelastung in Berlin und aktualisieren automatisch die Daten auf einer eigens eingerichteten Webseite. Für den Datenjournalist Marco Maas ist das nur mäßig interessant. Er richtet den Blick lieber nach innen. In seiner Hamburger Wohnung hat er Dutzende Sensoren installiert, die nahezu jeden Aspekt seines Lebens überwachen. Ich habe zum Beispiel eine Waage, die mir morgens mein Wetter sagt. Mein Bett wird demnächst die Fähigkeit haben, mein Schlafverhalten zu tracken. Die Armbänder, nenne ich sie jetzt mal, ob sie nun Uhren haben oder nicht, die meine Schrittzahl, meine Herzfrequenz, meinen Blutdruck und so weiter messen, werden auch immer weiter in das tägliche Leben reinkommen. Maas geht es aber nicht um Selbstoptimierung oder die Verbesserung seines Gesundheitszustands. Er versteht sein Experiment als Feldstudie für neue Vertriebswege journalistischer Texte. Denn wenn man die Situation kennt, in der sich ein Leser gerade befindet, dann kann man perfekt auf ihn zugeschnittene Informationen anbieten. Wie Verkehrs- und Wetterinformationen beim Verlassen des Hauses, Gesundheitstipps bei zu hohem Blutdruck, Podcasts beim Einstöpseln der Kopfhörer. Kurzum, was man gerade tut, bestimmt, was man gerade lesen möchte. Und Sensoren messen, was wir gerade tun. Und registrieren, wann wir zum Beispiel Zeit haben, eine lange Reportage zu lesen. Dieses Thema, lange Artikel zu den Zeiten zu lesen, wann ich sie lesen kann, das ist ein echter Zugewinn an Komfort. All diese Geschichten kann ich jetzt viel besser einem Leser präsentieren, wenn ich verstehe, okay, er liegt gerade im Bett. Und nach kommen immer mehr Geräte so in das tägliche Leben von den Nutzern rein, die einem helfen, das Bild kompletter zu machen. Aber nicht nur das Lesen von Texten wird der Sensorjournalismus revolutionieren, erhofft sich Maas. Auch die Texte selbst sollen sich verändern. In Zukunft gäbe es dann nicht länger den einen Bericht, sondern unendlich viele Varianten, die sich für den jeweiligen Leser individuell zusammensetzen. Aus denjenigen Informationen, die die Leser auch tatsächlich interessieren. Denken in Bausteinen hat schon den Blick auf meine Arbeit als Journalist verändert. Dass man eher denkt in kleinen Bestandteilen, die dann halt eine andere Intelligenz zusammenfügt. Eine mögliche Konsequenz? Geschichten enthalten nur noch Informationen mit Neuigkeitswert. Fußballfans benötigen eben keine Erklärung zum Abseits. Und Jakob Vicari braucht keine Futtertipps für Urzeitkrebse. Sensorjournalismus verspricht uns intelligente Texte, die wissen, was wir bereits wissen. Und so nähern wir uns durch die Sensoren einer Welt, die ständig vermisst, hört und sieht. Und das alles für uns auch aufschreibt. Journalismus ist unlesbar und Literatur wird nicht gelesen. Oscar Wilde. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.